Hallo liebe Freunde, willkommen zu Gott auf einer Seite. Heute mit Seite 155. Lasst uns gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, danke, dass du uns in deinem Wort zeigst, dass besondere Aufgaben in deinem Werk auch mit einer besonderen Verantwortung einhergehen. Herr, mach uns bewusst, dass wir es mit heiligen Dingen zu tun haben, wenn wir über dich und dein Wort zu sprechen haben und sprechen. Und mach uns bewusst, dass wir immer demütig deine Diener sind und dass uns bewusst wird, dass wir für dich arbeiten und auf deine Gebote auch angewiesen sind. Herr, wir möchten dich bitten, dass du jetzt durch deinen Heiligen Geist zu uns sprichst. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen. Wir sind in 5. Mose, Kapitel 4, bei den verschiedenen Aufgaben der Sippen der Leviten, wenn das Heiligtum abgebaut werden sollte, damit die Israeliten weiterziehen konnten. In 4. Mose, Kapitel 4, Vers 29 lesen wir: Auch die Söhne Meraris sollst du mustern nach ihren Vaterhäusern und ihren Sippen. Von 30 Jahren an und darüber bis zum 50. Jahr sollst du sie zählen, alle Diensttauglichen für die Arbeit an der Stiftshütte. Und dies ist ihre Aufgabe beim Tragen, entsprechend ihrem ganzen Dienst an der Stiftshütte. Die Bretter der Wohnung und ihre Riegel und ihre Säulen und ihre Füße, dazu die Säulen des Vorhofs ringsum und ihre Füße und ihre Nägel und ihre Seile samt allen ihren Geräten und aller Arbeit, die an ihnen getan werden muss. Ihr sollt ihnen die Geräte, die sie zu tragen haben, mit Namen zuweisen. Die Merariter waren also sozusagen für den Rohbau des Heiligtums zuständig. Interessant ist, dass man sehen kann, dass für die Kahatiter 20 Verse verwendet werden, für die Gersoniter 8 Verse und für die Merariter 5 Verse. Das zeigt schon, welche herausgehobene Stellung die Kahatiter gehabt haben. Das ist der Dienst der Sippe der Söhne Meraris, entsprechend ihrem ganzen Dienst an der Stiftshütte unter der Aufsicht Itamars, des Sohnes Aarons, des Priesters. Und Mose und Aaron samt den Fürsten der Gemeinde musterten die Kahatiter nach ihren Vaterhäusern und ihren Sippen von 30 Jahren an und darüber bis zu 50 Jahren alle Diensttauglichen für die Arbeit an der Stiftshütte. Und ihre Musterung nach ihren Sippen ergab 2750. Das sind die Gemusterten der Sippen der Kahatiter, alle die, welche Dienst tun konnten an der Stiftshütte, die Mose und Aaron musterten nach dem Befehl des Herrn unter der Führung Moses. Auch die Söhne Gersons wurden gemustert nach ihren Vaterhäusern und ihren Sippen von 30 Jahren an und darüber bis zu 50 Jahren alle Diensttauglichen für die Arbeit an der Stiftshütte. Und ihre Musterung nach ihren Sippen und ihren Vaterhäusern ergab 2630. Das sind die Gemusterten der Sippen der Söhne Gersons, die tauglich waren für den Dienst an der Stiftshütte, die Mose und Aaron musterten nach dem Befehl des Herrn. Auch die Söhne Meraris wurden gemustert nach ihren Vaterhäusern und ihren Sippen von 30 Jahren an und darüber bis zu 50 Jahren alle Diensttauglichen für die Arbeit an der Stiftshütte. Und die Musterung nach ihren Sippen ergab 3200. Das sind die Gemusterten der Sippen der Söhne Meraris, die Mose und Aaron einsetzten nach dem Befehl des Herrn durch Mose. Alle Gemusterten, die eingestellt wurden, als Mose und Aaron samt den Fürsten Israels, die Leviten, zählten, nach ihren Sippen und ihren Vaterhäusern von 30 Jahren an und darüber bis zu 50 Jahren, alle, die antraten zur Verrichtung irgendeines Dienstes oder um eine Last zu tragen an der Stiftshütte, alle Gemusterten zählten 8580. Nicht ganz 40% aller gesamtgemusterten Leviten, die ja zuvor gemustert worden waren, als alle männlichen Leviten von einem Monat an gezählt worden sind. Nach dem Befehl des Herrn musterte man sie unter der Leitung Moses jedem Einzelnen für seinen Dienst, jeden Einzelnen für seinen Dienst und für seine Traglast. Und sie wurden von ihm eingesetzt, wie der Herr es Mose geboten hatte. Und der Herr redete zu Mose und sprach: Gebiete den Kindern Israels, dass sie jeden Aussätzigen aus dem Lager hinausschicken und jeden, der einen Ausfluss hat und jeden, der an einem Toten unrein geworden ist, sowohl Männer als auch Frauen sollte er hinausschicken. Vor das Lager sollte er sie hinausschicken, damit sie nicht ihr Lager verunreinigen, da ich doch in ihrer Mitte wohne. Dies hatte zwei
wesentliche Gründe. Zum einen zeigt es hier, wie modern die Israeliten waren und wie sie Gesetzmäßigkeiten der Hygiene beachteten, um auch Ansteckung, zum Beispiel durch Infektionskrankheiten und andere Ansteckungen im Lager zu vermeiden. Das ist der gesundheitliche Aspekt. Der andere Aspekt ist natürlich der symbolische, der übertragene, die Metapher. Denn die Unreinheit sollte ja ein Symbol sein, wie wir gesehen haben in 3. Mose, für die Sünde. Sünde sollte hinweggetan werden. Wenn Gott in unserem Leben ist, kann nicht gleichzeitig unreines Denken und Reden und Handeln existieren. Es soll weggetan werden. Und die Kinder Israels machten es so und schickten sie vor das Lager hinaus, wie der Herr zu Mose geredet hatte. Genauso machten es die Kinder Israels. Und der Herr redete zu Mose und sprach: Sage den Kindern Israels, wenn ein Mann oder eine Frau irgendeine Sünde begeht, wie die Menschen sie begehen und gegen den Herrn Untreue verübt, sodass die betreffende Seele Schuld auf sich geladen hat, sollen sie ihre Sünde bekennen, die sie getan haben. Und zwar soll der Betreffende seine Schuld in ihrem vollen Betrag wiedererstatten und den fünften Teil davon dazufügen und es dem geben, an dem er schuldig geworden ist. Lass uns gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dich von ganzem Herzen bitten, dass durch deine Gnade, durch deine Kraft, durch das Wirken des Heiligen Geistes, alle Unreinheit aus unserem Herzen, aus unserem Denken, aus unseren Motiven, aus unserem Tun und Sprechen hinweggetan wird, damit du wirklich mit Freude in unserem Leben, im Alltag leben kannst. Das bitten wir im Namen Jesu, der dafür für uns eintritt. Amen.